So, heute bin ich natürlich nicht allein. Der Luna ist dabei und der Goggi. Froh Goggi, der Froschgott. Moin. Und der Frohgucki hat sogar seine Freundin mitgebracht. Ja, so ist es. Aber sie sagt nichts, glaube ich. Sie ist ein bisschen schüchtern. Yay! Yay. So, liebe Leute, ihr seid dazu aufgerufen, Spelunky Death Roulette zu öffnen und mal wieder meine Todesursache Shopkeeper. herauszufordern. Ja, wahrscheinlich. Hör mir auf. Höchstwahrscheinlich. Shit. Shopkeeper. Seid so gemein, wisst ihr, ne? Ihr wollt nur meinen Tod. So, bitteschön. Spelunky Death Roulette. Ich starte die Runde, starte das Spiel. Und dann spielen wir Unreal Tournament. Nein, Milli, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe nur dann eine Aufnahme gestartet und nach der Aufnahme wollte ich noch was anderes aufnehmen und jetzt bin ich hier gelandet. Aber wir können nachher noch mal eine Runde uns duellieren, wenn du magst. Was wollt ihr wieder harzen? Wir wollen harzen, ja. Oh, schön harzen. Wieso alle Shopkeeper, Leute? Ich hasse euch. Weil du zu 90% am Shopkeeper verreckst. Ja, oft. So, Leute, ich hoffe übrigens, man. Rechner hält heute durch, der ist vorhin, als wir miteinander telefoniert haben, hier schon wieder zweimal abgestürzt. Ne? Ist super, freut mich. So Und schlimm. Jetzt hoste ich heute mal alles. Das oh, heißt, also warum? nicht den Stream, aber den Server Ja. für Dings. Auf Nirox-Server könnten wir es natürlich uns auch austoben, aber ich packe erstmal alles in mein Schiff. Und dann, Klasse. das Schöne ist, das Schiff gilt serverübergreifend. Das ist charaktergebunden. Das heißt, auf unserem Server ist erstmal alles leer, auf meinem Planeten. Ich Da hab ist dir kein noch schon Host rechts. geschrieben. Gary, guck mal in deinem Postfach hier auf Twitch. Oh, guck mal, wie viele da auf. Oh, ihr seid ja voll nett, dass ihr auf langes Leben geht. Das ist Lunas Ausscheidung gerade, was ihr hört. Ja, das ist meine größte Ausscheidung aller Zeiten. Oh. Aus purem Aluminium. Und Maddie ist heute nicht bestimmt. da, falls jemand fragt. Der ist schon zu Hause, bei Familie und so. Der kommt wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder. Ebenso auch der Scully, der ist auch schon zu Hause. Also heute sind wir nur zu dritt. Was heißt nur? Ha! Volles Programm hier. Das ist super, das reicht doch auch. Das Mensch. reicht. Das reicht. So, Das ist mein übrigens mein Battletech. allererster Wir haben nämlich Livestream, schon ein bei dem schönes ich dabei Programm bin, heute. ne? Ich, ne? Goggi? Ist mein allererster Livestream, bei dem ich dabei bin. Jo. Ernsthaft? Gar nicht so gehabt. Ah doch, Moment, ich war mal früher beim Hellout dabei. Ganz, ganz früher, damals noch. Hallo wird ja genau, als Hallo. YouTube noch keine Monetarisierung anbot, als es noch keine Partnerschaften gab. Als Genau, da YouTube war noch gut Partner war. noch verwucht. Ja, habe ich Partner auch war gehört. damals Das noch war früher mal verwucht. richtig verpönt, ne? Ja. Verpönt. Ja, wie dem auch sei, wir haben ein schönes Programm für heute. Es wird leider nichts, wie soll ich sagen, Aufwendiges geben, was die Qualität angeht. Denn mein Rechner packt das sonst nicht. Der ruckelt jetzt schon wieder. Hab vorhin ein bisschen aufgenommen, da hatte ich im Schnitt 15 Frames, war super. Und dementsprechend. War echt super. Und dementsprechend kann ich leider nicht mehr bringen, tut mir leid. Aber ich Also man denke braucht mal das im neuen schön, wieder Jahr. einen ruckelfreien Stream zu haben in glasklarer Qualität. Auf dem Laptop ging das ja nicht, hat er immer ständig zwischendurch Der ist nicht aufgebrochen. glasklar, der ist auch nicht ruckelfrei, glaube ich. Auch bei mir, also ich sag mal so, im Vergleich zu dem, was ich sonst kenne, ist der definitiv für mich Full HD DirectX 7. Was? Okay, Aber Leute, ist geil. ihr habt jetzt noch, wenn ihr meine Stimme hört, sagen wir mal 15 Sekunden, dann werde ich die Bets locken. Ich werde mal einen Schluck trinken in der Zeit. Jo, aber es gibt immer noch einen kleinen Delay, leider, von bestimmt 10 Sekunden. Wie gesagt, wenn du einen neuen Rechner hast, dann läuft das Deswegen 100% trinke besser. ich lang. Oh. Das ist Oder hängt sich komplett auf? Spelunga, Marvin. Das ist Spelunky, das ist jedes Mal so Tradition vor, also Pre-Stream. Vor 18 Uhr werde ich das Spiel spielen. Manchmal spiele ich es durch, dann dauert es ein bisschen länger oder ich mache es ein bisschen kürzer, weil ich halt sterbe und die Leute können hier Spelunky-Dollar gewinnen. Ist eine fiktive Währung, bringt euch also nichts, ist nur für den Ipinis. Da, ich bin es. Ipinitz. Ipinitz? Und diese alle Feliz für Stacheln Navidad. und Shopkeeper, wisst ihr was? Ich stürze mich. Wenn man ertrinken könnte, das wäre voll super. Geht aber nicht. Feliz Navidad. Gut, ich schließe die Wetten. Einen wundervollen guten Abend, Saps. So. Ist lockt, ihr könnt nicht mehr abstimmen. Tut mir leid für alle, die jetzt zu spät waren. Müsst ihr halt Namen machen, wenn ich Saps. direkt starte. Was So. passiert jetzt? Ha? Was? Was passiert jetzt? Ja, jetzt kann keiner mehr wetten, an was ich sterbe. Ah, okay. Sie werden eingeloggt, quasi Ja. Wenn jetzt jemand für eingerastet. irgendwas wettet und ich sterbe an was anderem, hat er Pech gehabt. Ja. Das ist also quasi wirklich barbarische Spiele, die hier gemacht werden. Man wettet auf den Tod eines anderen und verdient daran Ja. sein Geld. Das ist römisches,
Unterhaltungsniveau. Brot und Spiele. Brot für die Spiele. Brot für die Spiele. Brot für die Spiele, genau. Panem et circenses. Hoppala. Brot für die Spiele sind auch immer die Spiele. Code für die, was? Ist nicht jedermanns Sache. Ja. Spiele mit Brot. Oh, oh geil. Meiche. Kräuterbutter geht. Mit Meiche. Meiche. Mit Meiche. 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 Was ist Meiche? Meiche? Alkohol. Ich weiß nicht, was Meiche ist. Nee, echt nicht. Das ist so eine dies. Alkoholische Pampe. Damit kann man aber auch Brot backen, glaube ich. So, jetzt bin ich der geflügelte Hund. Genau, Konservierungsmittel. Um das Brot haltbarer zu machen. Meiche. Meiche. Hast du einfach nicht den Film gesehen, ziemlich beste Freunde? Ja. Nicht ziemlich beste Freunde, sondern Kindsköpfe. Kindsköpfe. Ist ja, da sagt Meiche. Mir natürlich was. Meiche. War gut. Ich fand den ersten, der war wirklich lustig. Der zweite war mehr für Kinder. Der war nicht mehr so. Der war mehr für Kinder gedacht. Da fand ich den ersten besser. Meine Mutter und meine Schwester fanden den zweiten besser, aber das ist halt natürlich meine Mutter und meine Schwester. Danke, ja. Kinder. Das sind ja Kinder. Nein, meine Mutter ist ja kein Kind, aber meine Mutter steht halt auf kindgerechte Sachen. Ich mag ja keine FSK 18. Okay. FSK 16 ist ja schon zu heavy teilweise. Echt? Also ja, sie ist ganz. Meine Mami ist ganz zart beseitet. Von ihr habe ich das Weinerliche. Ja, aber dann so Wörter hier beibringen, ne? Ja, das ist halt das Paradoxe. Ja, genau, richtig. Hier, Kontrast. Das sucht man so, den Kontrast in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob ich mir die Bombenkiste holen soll, aber ich glaube, ich mach's mal. Ich wollte ja gerne die Vault ghosten, aber. Ich glaube, das wird auch nichts mehr mit den Bomben. Das wird nichts mehr, vor allem kommt der Geist jetzt schon. Medi kommt nicht mehr heute wohl. Ne, hab ich ja gesagt, der ist zu Hause. Ja, das wäre sehr krasser Zufall, wenn er kommen würde, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also. Eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass er heute nicht mehr erscheint. Der Fanghandschuh, der bringt mir jetzt ja so viel, ne? Den hab ich doch schon! Ha! Hm. Also du spielst in dem Spiel so einen kleinen Mod, oder was ist das? Das ist ein Hund, aber den habe ich mir gemoddet. Normalerweise kann man nur Menschen spielen. Eigentlich kann man ja genau menschliche Charaktere und er hat einfach die Texture überarbeitet und überarbeiten lassen. Er hat einfach den Mobs aus dem Spiel genommen und ja. Achso, weil Proger auf Maps steht. Ja, tierisch. Moin Scully! Schöne Weihnachten! Ach moin, der Scully ist ja doch da, was ist los? Ja, aber er kommt nur kurz rein, sagt gut Weihnachten und verzieht sich wieder. Achso. Na denn. Ein frohes Fest. So. Jojojo. Gut. Ja, wir haben noch ein schönes Abendprogramm, Leute. Es wird, wie gesagt, nicht aufwendig, was die grafische Qualität der Spiele angeht. Aber es wird lustig, denke ich doch. Wir haben schöne Partyspiele. Schweinereien. Mhm. Oh, da freue ich mich auch drauf. Ah, ja. Vor allem mit Butter einreiben haben wir heute auf dem Programm. Oh, gegenseitig, wie Luna in seinem Infovideo sagte, wollen wir unsere Hintern heute anfassen. Wir fassen uns heute gegenseitig an den Po, ja. Aber oh, das seht ihr leider nicht. Ich bin's wieder, liebe Kinder, euer Margarinemann. Oh, müsst ihr euch leider nur vorstellen, dass wir das tun. Ja, leider nur. Das ist, also die Vorstellung allein ist bei mir gerade so ein bisschen leicht bürgerreflexartig. Ja. Mir kommt es auch so ein bisschen hoch, so ein paar Brocken, die muss ich dann. Durchfall, instant Durchfall deswegen. Kaum zu glauben. Oh, geil. Dino D-Day, ja, ja. Dass alle wie sie auf einmal Dino D-Day wollen, ey. Nee, das werde ich nicht mehr spielen, Leute. Tut mir leid. Ich lasse mir das auch nicht schenken. Wenn mir das jemand schenkt, dann schmeiße ich ihn aus der Friends-List. Habe ich Maddie schon angedroht. Wenn das jemand macht, dann werde ich böse. So, hoffentlich treffe ich den Ladenhüter. Nein, ich habe Kali verärgert. Och, Mann. Die arme Kali. Ja, die ist jetzt voll böse auf mich. Das heißt, ich krieg jetzt Spinnen geschenkt. Millionen Spinnen. Und ich habe den Ladenhüter nicht mal getötet. Oh, noes. Oh, guck, da unten ist er. Der hat noch da stehen. Wanted. Den bösen Mobster, die... Jetzt schippe mir erst da, dass du Kali verärgert hast. Was? Ist wieder so schlimm heute? Besser als sonst. Okay, ist ja ärgerlich. Das ist halt bei mir, ich weiß nicht, vielleicht reicht doch, wenn ich nochmal aktualisiere, dass der Dealer dann weg ist. Ich mach's einfach mal. F5. Ja, haben wir auch gerade gemacht. Uns tut gerade der tolle George Clooney begeistern. Mit Nespresso. Mit Kaffee. Was? Werbung. Ja, Werbung. Hier wird Werbung geschaltet? Ich bin doch gar kein Partner.
Ja, das ist egal. Das ist ja, Twitch verdient an dir trotzdem Geld. Ach so. Oh nein, Leute, ich fall auf die Stacheln. Was ist da los? Oh no's. Jetzt hab ich tatsächlich komplett weg verabschiedet. Ich mach mal Source auf Medium. Oh Gott. Der Stream hängt die ganze Zeit bei mir. Mhm. Kreislauf, du. Mhm. Nochmal aktualisieren. Dann gleich Source auf Medium stellen. Ist schon Medium, okay. Dann starte ich hätte nicht gedacht, dass Twitch hier Werbung schaltet bei mir. Dann können sie mir auch gleich die Partnerschaft geben, die Penner. Ja, deswegen, hab ich gerade so gedacht, wenn der klingelt die Geldbörse schon. So, jetzt bin ich aber wieder da. Ja, gut, reich wirst du damit aber nicht, ich brauche kein gutes Bild. Ich bin ja selber hier bei Unimond. Ich bin dabei. Du bist dabei. Er ist dabei. Bye. Bist du dabei? Sind wir dabei? Ist er dabei? Ich war dabei. Ich war dabei. Ja. Ich will keine Musikalisch ist er der Dune, nur singen kann er nicht. Doch, singen kann er auch, nur was man halt unter Singen versteht. Ja, es ist ja, Brutal Death Grunt. Das ist aber kein Singen, das ist Grunzen. Soll es ja angeblich einen Unterschied geben, ne? Du wirst für deine Verbrechen bezahlen. Dick der. Weil töte ich ihn. Ich töte ihn, die Sau. Ja, dafür sind Geld zählt. Das kann mit dir aber mit. Ja, bin Troll. Woher waren das nochmal? Sie. Das war aus Solal, als wir das gespielt haben. Ah. Ich kann auch hören, wie die ihr Geld zählen. Ja, genau, Solal. Au! Diese scheiß Kiste! Irgendwann nach der dritten Stunde ist mein Gehirn einfach komplett ausgegangen. Weißt du, ich hab dann einfach gar nichts mehr realisiert. Ich hab dann auch kaum noch. Du warst doch irgendwie so ganz prall im Alter, ne? So, ja, ich war dann auch kurz telefoniert durch und musste 1000 Mal auf Klo und oh Gott. Ist halt nichts für mich, eine 6 Stunden Aufnahme. Nein, nicht Mopsi. Geh weg. Zwei Mopsi, ich werd. Was halt alles gespielt wird. Also, erstmal spielen wir gleich auf jeden Fall ein nettes gesellschaftliches Ratespiel für Groß und Klein. Das ist super, vor allem ist es wirklich speziell auf uns zugeschnitten. Ja, wir haben ja dann das Schöne, dass wir können sogar Publikumsjoker nutzen, ne? Ja, mit Strawpoll und mit Anrufen. Ich habe da schon ein paar Leute für euch klar gemacht. Also Luna hat selbst und ich habe noch eine Ratedame zugezogen. Mm. Ja. Und Strawpoll, genau, das funktioniert auch. Das wird auf jeden Fall spaßig. Also die Leute wissen ja, man kann sich schon denken, wenn man so sagt, was wir jetzt schon alles drin haben. Genau. Und dann vielleicht noch etwas Prall im All auf jeden Fall unterwegs sein. Auf meinem Server. Diesmal habe ich auch eigenes Server. Da kann ich auch drauf austoben. Das ist schön. Natürlich mit Community, die wird eingebunden. Eben bei eben einem Rätselspiel, bei Starbound können auch bestimmt ein, zwei Leute mitmachen, wenn sie Bock haben. Aber nicht mehr als zwei. Zu Manus Origox ist ein schwerer Boss, wenn du ihn nicht beherrschst. Jo, richtig, Bloody. Wer wird Millionär? Aber die Gamer-Edition, wie gesagt. Gamer-Edition mit Gamer-Fragen. Mit schwulen Fragen. Da werde ich mich auf jeden Fall richtig schön blamieren. Weil ich weiß eigentlich viel über Gaming. Problem ist bloß, da kommen dann so Fragen ran, wie zum Beispiel, wie hieß der Toilettenputzer bei den Produktionsstudios von Pac-Man 1972, weißt du? Ja, den wollen die wissen, das ist wichtig. Und so eine Fragen kommen daran, aber ohne Witz. Ich hoffe mal, da ist kein Ladenhüter. Können die Säcke, die wieder gegen mich wetten, gewinnen? Denke ich mal, haben wir heute auf jeden Fall einiges Community-Bezogenes dabei und Ausweichprojekte haben wir auch genug. Ja. Falls irgendwas schief geht, sind wir immer. Das kennt ihr ja, dass hier nichts technisch einwandfrei läuft, von daher. Station hat auch ein Update bekommen, man kann jetzt viel besser Server erstellen. Mit Passworten und so weiter. Das heißt, ich brauche nicht mal mehr Hamachi, sondern kann das direkt machen, mit Passwort versehen. Da muss ich nicht mehr über Hamachi gehen. Da können wir direkt alle joinen, weißt du. Oh, jetzt hat's wieder ein Kringel auf Doom. Och nö. War aber nur ganz minimal. Immer den Cheat. Immer da Cheat. Ist halt nur natürlich, wenn jetzt ein Delay ist, müssen wir erstmal warten, bis alle Fragen dann da sind, damit wir dann miträtseln können. Ja. Wer hier im Chat wird vorgewarnt, vorgeladen, vorgesagt. Vorgeblabelt. Ja, Sven, also, das kann sich nicht auskennen und wir dann einfach... Ja? Selber rationieren. Alter, diese dumme Fledermaus. Wenn der Herr Jauch die Frage, der Herr Jauch muss ja unter die Frage diktieren, ich schreibe mir die super nebenher auf, weil wegen dem Delay, da bin ich eh schneller mit dem Schreiben. Ja, nee, du hast ja unbegrenzte Zeit, von daher, es gibt halt kein, soll ich sagen, also ihr müsst ja nicht Angst haben, dass es irgendwann die Zeit ausläuft.
Wenn ich das einlogge, dann wird es erst gezählt. Ich erfülle nochmal. Das heißt, wir haben auch Beratungszeit, Besinnungszeit und... Ja klar, ihr könnt euch da ganz in Ruhe erstmal beraten, ausschließen. Ist ja auch heute, es geht ja um nichts, es ist einfach nur Just for the Lulz. Ja. Ja, wir müssen ja auch am Wasserglas ab und zu nippen. Es gibt aber auch Achievements, genau, so richtig so, ich möchte gerne meine Frau anrufen. Hilde, hast du Bier kalt gestellt? Ich komme gleich mit der Million nach Hause, du ja. Alte Zebbe. Wenn ich da bin, dann bist du weg. Das würde Luna sagen. Glaube ich. Also Lunas Zukünftige weiß schon, woran sie ist, wenn Luna Geld gewinnt. Ja. Ich heirate ja auch nur, damit ich mehr Geld haben kann. Mehr Geld? Mehr Geld? Geldgeil hat, hallo? Au, diese Fledermaus. Habt ihr auf Fledermaus getippt? Ich glaube, die töten mich hier heute. Ist echt furchtbar. Fledermaus. Die Fledermaus, ja. Hier ist Johnny. Die Fledermaus namens Johnny. Obwohl die Fledermaus heißt der Alte, sitzt im Rollstuhl und trillert den ganzen Tag an der Pfeife, hat eine Kelle in der Hand. Was? Kennst du nicht Flodder? Ja, ja, nicht, schon, aber... Der Alte ist doch da, ich weiß nicht, ob der wird immer nur der Alte genannt. Ich hab keine Ahnung, ob der einen richtigen Namen hat. Ich kenne nur den Alten mit seiner Glocke am Rollstuhl. Ding, 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 ding. Was ist die Glocke? Ich dachte, der hätte eine Trillerpfeife gehabt. Ich meine jetzt jemanden, weißt du nicht, von dem ich rede? Ach so, der, Ding, 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 ding. Och man, warum geht das nicht daran? Das, oder? Das Teil. Ja, Rups, ich suche mir eine reiche 98-Jährige. 98, viel zu jung. ein bisschen Gerontophilie ist auch was Schönes. Oder Baujahr 98. 1898, wenn schon. Das war wieder nach meinem Geschmack. Sorry. Ihr sollt, ich habe mir genau die richtigen Leute heute eingeladen, merke ich gerade. Genau, weil du bist, Alter. Oh Gott. Ja, Lando Oldback Lando Oldback back at the slum. Wir stellen jetzt 98 die Jungfrau, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon gar nicht mehr so furchtbar. Oh. 90, ist nicht mittlerweile auch 17? Ja, genau, tauschen ja schon in der Schule 16. Kondome. Guck mal hier, Glitzern, Seltenheit, was ich weiß. 98 nicht schon 16 Jahre alt, ja. Wir haben noch 2014 bald. Boah, stimmt. Die werden ja bald 16, von daher ist eigentlich ist das ja gar kein Problem. 16 war's eigentlich schon. Eigentlich schon. Kommt sich mal mein Beutenschema vor. Da, la, 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 la. Wann kommt denn der Geist? Was war denn, ist es kalt? Ich sitze hier in kurzen Sachen und hab das Fenster halb gekippt. Also bei mir ist auch warm. Ich bin eh so ein Heißblüter. Das ist abartig. Na, als eine Jungfrau mit 107. Oh ja. Oh, geil. Da ist dann auch was mehr dran. In dem Alter, das ist ja schon wieder zusammengewachsen. Oh, Luna. Es tut mir leid. Wenn Maddie jetzt hier wäre, dürftest du wieder was anhören, aber ich verzichte mal drauf, weil ich weiß, dich nervt das. Die neue Stimme, das ist der liebe Frogoggy, einer der ältesten Let's Player, der dienstältesten Let's Player auf dem Markt. Ja, den gab es schon lange vor mir, obwohl ich so alt bin, ne? Gab es lange vor uns allen, der hat auch vor uns. Ich war unter deinen ersten 100 Abonnenten, ich erinnere mich noch, ey. Ich habe sogar einen Screenshot noch, damals. Ah, ja. Oh, als man noch ein 50 Abonnenten-Special gemacht hat. Aber der Igel hat, glaube ich, auch noch einen Screenshot von einem Bild, wo noch Gronkh oder seinen Abonnenten war. Echt? Ja, der wurde mal von Gronkh abonniert. Krass. Von Hannibal. Er hat auch Hannibal damals ein bisschen gepusht. Hannibal ist doch die neue Serie da. Mit dem Kannibalen. Richtig. Hannibal der Kannibal. Nein. Ich mag Hannibal. Nee, ehrlich. Das kommt jetzt wieder ironisch, oder? Nee, ich mag's hier wirklich. Es tut mir leid, aber das Wortspiel, das war einfach angebracht. Hannibal der Kannibal. Raindrops falling on my head. But don't do. A raindrop falling on my head. Jetzt habe ich es ihm hier aber richtig ins Ohr gepflanzt. War schlimm. Ich stehe auf manche Ohrwürmer. So. Ich schwitze im Winter. Oh, das klingt aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat die Aussage was Komisches. Versaut.
Ja, so, oh, ich schwitze. Das ist genauso wie ein Kinderfilm, den ich damals gesehen habe, der heißt. Ist da irgendwas mit Kindern? Irgendwas mit Kindern kommt jetzt. Nein, der Kinderfilm heißt Brauner Bär und Weiße Bären und ich finde, das klingt eigentlich mehr wie so ein dicken Porno. Alter. Was denn? Also jetzt. Ist doch so. Vor allem, warum weiße Bären? Ja, zwei dicke. Er ist dicker, ein dicker Brauner halt und die ist halt weiße Bären. Die ist halt weiß, hellhäutig. So. Pale, weißt du? Oh Mann, was für Themen wieder? Tut mir leid! Es tut so weh. Scheiß Daniel! Das ist der Daniel, der Verrückte. Bus bauen, jawoll. Komm Daniel, Bus bauen. Oh, komm, Bruder, Bus bauen. Oh. Aber ich dachte, du brauchst mich halt nicht mehr. Ja, bitte. Quatsch nicht, jetzt komm, Bus bauen. Einsteigen. Komm, Luna, einsteigen. Und Bruger ist interracial, genau. Der ist beides auf einmal. Ja, ich sowieso. Ich bin schwarz, weiß und Asiate. Was wollt ihr? Fuck Racism. I'm a Panda. Richtig. I'm everything. Everything I'm shuffling. Rip, rip, rip. Ah. Weil wir sind sexy und wir wissen das auch, ne? We're sexy and we know it. Möp, 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 möp. Und wir haben auch ein Spielkartengesicht. Das ist so schön auf Twitch. Du musst nicht drauf achten, was sage ich hier, was singe ich an zum Beispiel. Weil man, es ist echt krass. Es wird einem mittlerweile alles als Parodie oder als Dings ausgelegt, als Cover. Echt krass, ne? Ja, okay. Ja, YouTube ist Arsch. Richtig. Oh, die Saxophonmusik. Im Augenblick spiele ich gerade nicht, Ali. Ali! 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 Im Augenblick spiele ich gerade nicht, aber wir spielen gleich. Bruger macht immer Pre-Stream und das dauert diesmal ganz schön lange. Also er kommt relativ weit heute. Ja, doch. Warum wurden jetzt Ali's Message... Warum wurden jetzt Ali... Hä? Hä? Bitte nicht immer deleten. Message Leute. Deleted, ja, sehe ich auch gerade. Nicht immer gleich deleten. Was ist denn da passiert? Warum ist denn da jetzt die Person? Wegen Olune in Caps Lock? Leute, nicht gleich irgendjemanden bannen, bitte. Ja, Caps Lock ist auch nicht so schlimm, Gary. Sei mal nicht so streng immer. Ihr seid voll böse. Sind das Moderatoren oder was ist das? Oder ja. Ahmed? Das ist ein Ahmed. Was mit Ahmed? Ich wurde gefragt. Ach, ne? Naja. Luna lacht nicht, sonst mache ich da aufs Schachbrett. I kill you! I kill you! Silence! Ach, ne? I kill you. Silence. Ja, wie gesagt, lieber Mod, seid mal nicht so streng mit den Leuten. Wenn die mal ein bisschen Cups schreiben, das ist ja nicht gleich ein Grund. Wenn man sie verwarnt und dann sagt, ja moin, hör mal bitte auf, dann ist das ja. Ne. Seid mal lieb. Erstmal hinweisen. So ein schöner Tag heute. Es ist bald Weihnachten. Das ist der vierte Advent. Da kann man ein bisschen Liebe schenken. Ja, schenkt euch ein bisschen Liebe und keinen Hass. Und ein paar Caps Lock Gutscheine. Eine Runde für jeden. Eine Runde Caps Lock für jeden. Heute genau. Gibt es Caps Lock Tickets zum Verdienen. Oh, schön. Ja. Da freu ich mich. Oh, die drehen wieder total hohl da unten, die Schweine, ne? Die blöden Shopkeeps. Kurz hätte ich gedacht hier, das ist New York, Luna. New York? Ach, da ist er schon tot. Keine Ahnung. I like to go in. Weiter weiß ich es nicht. Respect, big booty bitches. Shake that thing, yo, gotta. Shake that thing, Miss Annabella. Sexy Lady mit Haarausfall, mit Eis. Wieder um die 98 zurückzukommen. Sexy Lady mit Haarausfall, mit Gichtekrallen und Speckgestell. Nee. Haben Kumpel und früher immer so gesungen. Er singt immer Sexy Lady, da. Wir haben es aber nicht verstanden, deswegen haben wir uns einfach irgendwas dazu gedichtet. War sehr witzig. Daraus bestand meine Jugend. Aus Kacke. Oh Mann. YouTube. Versteht man nicht, warum es zwischendurch kurz kringelt, obwohl ich schon auf Medium gestellt habe und dann läuft es ganz normal weiter, aber so ein Mini-Kringel, wenn du so blip. Keine Ahnung.
komisch. Ah, ne? Jetzt check ich aus, was der rote Pfeil soll. Ah, interessant. So, was soll denn der? Das Exit, meinst du? Ja, hier, zeig dir, guck mal da. Leucht. Guck mal, der Alten ist Exit. Da musst du hin, du. Da musst du hin, du. Guck mal an hier. Da musst du hin, du. Nicht Buddhist. Hin, du. Hin, du. Hin, dann hier. Hin, du. Du. Ich glaube, ich habe mal was zu trinken und zu futtern, Coach. Ich bin gleich wieder da. Bring mir was mit. Was für ein Spiel. Schokolade. Oh, könnt ihr das alle? Ich will auch so reden können. Was denn? Ja, genau das. Das kann ich nicht, Gorgi. Ach so, das geht gemein. Ganz schnell. Ich kann auch Beefstimme machen. Was? PS4 kommt erst 2014. Oh, what the fuck. Ja, meine kommt erst 2014, leider, das stimmt. Ja, ist endlich was. Holst du dir auch eine Konsole, Goggi? Oder hast du schon die Wii U? Weit. Hm? Goggi? Also ich bin noch PS2-Konsolero. Gut. Moin. Ich bin voll 2000. Die ist doch gerade. Das ist voll krass. Moin. Die PS2 ist vor kurzem, glaube ich, erst in Südamerika rausgekommen. What the hell? Ja, ja. Die sind noch richtig hinten dran. Die haben nicht mal die PS3 oder. Die haben doch dieselben Nachrichten, die können doch einfach importieren, gut ist, die haben ja selber Sprache. Ja, weiß nicht, Portugiesisch, ich hab keine Ahnung. Also Brasilien da, ne, Rio de Janeiro und so. Ich meine zumindest, die wären noch richtig hinten dran. Das war doch genau dasselbe mit China und WoW, die haben doch irgendwie alles erst 2 Jahre später gekriegt, weil die das erst prüfen mussten. Guck mal, kennt das ist Internet, guck mal, hast du gesehen? Schon wieder Saxophon haben wir hier. Oh, diese Saxophon-Musik. Die ist ja wunderbar. So Epic Sax Guy im Hintergrund am Werke, oder? Ja. De. Ich glaube, das wird Matty richtig gefallen. Der Epic Sax Guy. De. Was ist das hier für ein verschachtelter Level, sag mal? Wo ist denn? Gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Oh ne, das ist schlecht. Hau mal ab, Kerle. Ah. Five of Mobs. Sorry. Ja, Leute, ich mach jetzt ein bisschen schneller. Entschuldigung, wir haben schon fett überzogen. Eigentlich. Achso, willkommen zum Stream. Zum offiziellen Startpunkt. Ist ja eigentlich schon vorbei, aber ihr wisst ja, ne? Fortnehmen bis nach dem Stream? Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Hier. Gibt's da sowas wie Aftershow-Party und sowas? Nee, leider nicht. Leider nicht. Haben wir letztes Mal gemacht, da haben wir richtig fett überzogen. Okay. Ja, aber passiert auch mal. Ist ja nicht schlimm. Ja. Weil so ein Mittendrin-Stream, die sind ja. Da ist ja. Steckt ja keine Planung dahinter. Saxophon von der Seite. Seide, geil. Nee, aber das ist nicht. So, da ist das Zepter, aber es bringt mir nichts, weil ich habe keine Mütze, also kann ich auch nicht in die goldene Stadt. Also kann ich nicht in die Hölle und kann das Spiel nicht durchspielen. Yay! Ich kann nur Olmec besiegen. Nein, der kommt heute nicht. Ich glaube, der hat irgendwie ist verhindert. Oder wie war das? Der ist feine Familie, Weihnachten und so. Richtig. Real Life geht vor. Stimmt, ja. Immer. Mehr. Und tschüss. Ja, ich gucke ja auch nebenher so, was im Chat hier passiert. Heute ist alles erlaubt, genau. Der da ist. Siliof, keine Ahnung. Ja, darf man, warum nicht? Hm? Was darf man? Sich einschmetten, Margarine? Spiele auf Steam verschenken darf, wegen Liebe und so. Ja, wenn ihr wollt. Ich hindere euch nicht dran. Aber ich möchte keine geschenkt haben, sonst werde ich böse. Mann, dieses Krokodilschwein da unten. Ich hasse ihn. Krokodilschwein? Ja, guck dir den mal an, der hat eine Krokodilmaske, der ist voll böse. Wenn der einen erwischt, dann ist man direkt tot, weil der teleportiert sich da ganz Mumie oder was? Nee, so ein Krokodilsmensch eben. Der hat einfach so eine grüne Krokodilsmaske auf und rennt die ganze Zeit da rum. Ach, da unten. So ein André, der immer so durchdreht. Ja, genau so einer ist das, so ein Durchdreher André. So ein richtiger André. Ja, so richtig. So richtig ist der und durchdrehen. Guck ihn dir an!
Manchmal sperren wir nicht, manchmal haben wir nur einmal Kapslock gemacht. Nom, nom, nom. Hm? Wer hat nur einmal? Derry hat nochmal gerade eben die Regeln gepostet. Ja, wie gesagt, verkneift's euch bitte, aber wenn ihr es einmal macht, dann, ja, nicht gleich blocken bitte, ja? Seid zu lieb! Sonst kriege ich später wieder Post und dann sagen die Leute, die blocken mich. Ich hab da einmal geschrieben, moin. Spaß muss sein. Es kommt auch auf den Kapslock selbst an, wenn jemand wirklich extrem spammt. Ja, es soll jetzt nicht irgendwie, ja, hier, bla. Ich hab eine Baguette in die Ose. In Caps. Ich hab eine Eiffeltürme in meiner Ose. Eine Eiffeltürme? Je m'appelle Eiffel, dauere le Eiffel de la Pontance. Oui, oui. Moin, Mimi. Nein. Also eigentlich hat sie gerade so neben mir geschrieben. Also wenn sie schreibt, dann hier auf meinem Schoß. Ich werde schon wieder gefletscht hier von meinem eigenen Shidi, den ich da schieße. Nein, er hat den Rubin zermatscht, oder? Schweinehund Olmec. Du. Ist dort irgendwo eine Kiste? Eine Kist? Oui, oui, le baguette. Oh, le fromage. Oui, oui. Oh. Luna? Ja? Ich will mein Baguette in dein Portemonnaie stecken. Oh. Bis die Bouillon kommt? Bis die Kräuterbutter rausläuft? Oh. Ihr seid so eklig. Das ist pervers? Nein, das ist lecker. Kräuterbutter-Baguette ist geil. Mhm. Knoblauch-Baguette. Ja. Das schon, das ja, 49 Cent bei Aldi. Voll gut. Ja, Mann, die Billigdinger sind richtig geil. Kräuterbutter-Baguette oder Knoblauch-Baguette. Ja, für die ganz harten Mann. Oh, Leute. Die Plattformen sind mir viel zu niedrig. Irgendwann klotze ich da am Kopf dran und dann sterbe ich. Ich weiß ja, nicht. Ja, Gott, was war das denn? Ha? Hier, ganz den Boden hier weggedingst. Was? Meinst du deine Freundin oder mich? Ich mein dich. Meine Freundin hat gerade den ganzen Boden hier weggedingst. Einfach so. Aber jetzt wird's langsam kritisch, Leute. Ich muss hier mal ein bisschen Boden kriegen. Ein bisschen Boden muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Vanessa A. hat eine Kräuterbutter-Baguette. Das mag ich. Vanessa. Oh. Oh. Wenn man Olmec irgendwie noch anders besiegen könnte, ne? Das wäre voll gut. Aber nein, man muss ihn ja da unten reinkriegen in das Loch. Roger, der Dead Eyes schreibt, ob du ein Horrorspiel schon empfohlen hast. Oder dieses Horrorspiel oder. Hä? Das Horrorspiel, hast du Luna das Horrorspiel schon empfohlen? Ja, hab ich schon, klar. Welches? Besser hier, Steve's Office. Steve's Office. Das ist ein Dreckspiel. Nur ja, Jumpscares. Mach ich doch mal. Oh nee, der kommt jetzt nicht mehr raus, oder? Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Stinkender Olmec. Was? Oh, nicht ernsthaft, komm, der kommt da nicht mehr raus jetzt, Leute, ich dreh hier durch. Das ist natürlich nicht gut. Ne, hab's trotzdem geschafft. Klar, sehr gut. Tja, durchgespielt! Bravo! So, Leute, damit habt ihr Pech gehabt, alle, die gegen mich gesetzt haben. Vielen Dank an die, die an mich geglaubt haben und mir ein langes Leben. Das Long Life gegeben haben hier quasi. Das ist schön, ne? Das ist schön. Wundervoll. Wundervoll. So, wer hat dann alles an mich geglaubt, bitte? Ich soll wieder Italienisch sprechen. Si, si. La pizza pasta, pizza pasta. So, dann schauen wir mal. Was habe ich? Warum kann man das nicht beschleunigen? Finde ich ein bisschen doof. Tschatsching. 420.000, nicht mein Highscore. 29,26. Naja, fast eine halbe Stunde, nicht? Du wirst als Held in die Geschichte eingehen. Bip, 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 bip. Sorry, Leute, den Abspann lasse ich jetzt nicht laufen. 58 gerade mal, Weltrang. Das ist ja schlecht.
Die suchten halt den ganzen Tag nur die Scheiße. Ja gut, das ist ja Daily Challenge, aber unknown? Warum sind die alle unknown? Aber ich sag mal, Daily Challenge, ist die nicht immer gleich? Für alle ja. Also jeden Tag ist die für alle, die da mitmachen, gleich. Oh, gibt's inhaltliche Unterschiede oder was? Mir keiner gratuliert, nur Oregox ist der Einzige, der sagt klatsch, klatsch. Flatsch, flatsch, flatsch. Nee, die sind immer gleich, die Level. Ach, da oben, super und jawoll. Und ach so, danke schön, danke, 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 danke. Ich habe eben schon so weit unten wieder geguckt, wegen der Verzögerung, dachte ich. So, weißt du, ich kenne hier halt keinen, der über mir ist. Northern Lion nicht, Red Panda Gamer nicht. Also jetzt die Amis, die ich halt gucke. Pink Teddy. Bear Taffy geht richtig ab. Mhm. Ne, der heißt so, Bear Taffy. Ah Mann, was? 1.400.000. Der hat gerade mal 1 Million mehr als ich, ne? Krass. Einfach mal so. Na gut. Dick, würde ich sagen, ich gehe mal auf Success. Success! Ich habe 906 Spelunky-Dollar. Warum so wenig? Ich habe gerade mal 60 gewonnen. Ich hätte mal auf mich setzen sollen, ne? Naja. So, Leute, was spielen wir jetzt? Ich würde sagen... Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So, dann schauen wir mal, ob ich das irgendwie eingestellt kriege. So. At Game, warum springt das immer wieder rein? Ich kann nicht mehr raustappen, ne? Das ist da blöd. Double Six. Übrigens, danke an den Publisher Deep Silver, denn die sind wirklich Supporter des Let's Plays auf YouTube. Wollte ich nur mal so sagen. Die sind nicht so wie andere. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Was soll ich schreiben, Just Ellie? Warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser, glaube ich. Musik. 1, 2, 3, 4. So, liebe Leute, ich würde sagen, gehen wir zurück. Wer will anfangen von euch? Special Edition. Ich bin eine kleine Mietzekatze. Wir spielen Wochenendhaus. Erstmal der Goggi. Luna. Wir spielen nämlich die Videospieledition. Yay. So, Bruder nehmen wir nicht. Machen wir das dann nicht zu zweit oder muss das jeder einzeln hier? Jeder einzeln. Ja. Jeder einzeln. Natürlich. Ich gucke nur zu und freue mich. Ich würde sagen, wie kann man die umbenennen? Geht das irgendwie? Man kann die Spieler nicht umbenennen. Los. Welche Farbe hättest du denn gerne, Luna? Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, oder? Okay, dann fange ich halt an. Mäh. Okay. Welche Farbe? Möchtest du natürlich männlich, denke ich doch? Natürlich, ich möchte gerne grün. Oh, das ist auch das Einzige, was männlich geht. Männlich ist gelb und grün und weiblich ist rot und blau. Na gut, auswählen. Ich möchte gerne einen anderen Namen nehmen, geht nicht. Na gut. So, wie kann ich jetzt starten? Wieso denn Spieler 1 und Spieler 2? Hä? Achso, Spieler entfernen. Da muss ich mich aber umbenennen, du. Oder ich lasse einfach Bruga, ist ja egal, oder? Ist ja egal, das geht ja nicht. Es geht ja nur um so, auswählen. Weil so würden wir jetzt gleichzeitig spielen, glaube ich. Wussten Sie, der erste Sieger in den USA konnte man nicht lesen. Ha! Richtig geil! So, jetzt kann ich mich nicht mehr auf den Chat konzentrieren, weil ich jetzt nachdenken muss. Vielleicht habt ihr ja Lust in Zukunft, Leute, wenn wir ein Giveaway machen. Wer wird Millionär? Da gewinnt der Millionär was und der Rest spielen nicht. Wir. Dann können wir hier ja Leute auslosen, die zugucken. Die holen wir dann ins Teamspeak oder so. Sortieren Sie diese James-Bond-Spiele chronologisch in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung. A. Agent Under Fire. B. Everything or Nothing. C. Quantum of Solace und D. Nightfire. Du hast noch 8 Sekunden. Zeig mir eine Reihenfolge. C, B, A, D. Schauen wir uns das Ergebnis und? An. Und? Agent Under Fire. Nightfire. What? Everything or Nothing. Quantum of Solace. Falsch. Genau verkehrt rum. Jetzt darf man nicht als erster spielen. Was ist das denn? Ist ja egal. Es geht nur darum, wer als erster dran ist, weißt du? Sogar das Spiel hier ruckelt, ne? Ich hab hier 15 Frames teilweise. Kacke. Ja, ist schön, ne? Mein toller Computer. Man braucht hier 12 Bilder pro Sekunde, damit es eine flüssige Bewegung hat. Also eigentlich kann ich ja nicht motzen. Gewinnen Sie 1 Million.
Es gibt kein Zeitlimit und Ihnen stehen drei Jokes. Ist Gary the Gamerad Luna? Nee. Spielen wir, wer wird Luna Millionär? Ist Luna. Wer wird Millionär? Wird es Luna sein? Man weiß es nicht. Oh Gott, die Fragen sind teilweise auch so unfair. Manchmal hast du echt Pech und hast als erste Frage nicht so was total Bescheuertes und manchmal hast du Glück und kriegst totale Easy-Fragen, die du einfach alle kennst, weißt du? Zu welchem Autorennspiel, das es schon lange gibt, gehören Pro Street, Carbon und The Run? A. Need for Tweed, B. Need for Speed, C. Need for Greed oder D. Need for Sweet? Natürlich Need for Speed. Need for alter Schwede, Need for Speed, Sweet. Es liegt an ihm. Also B. Richtig. Jetzt siehst du ja die Frage im Stream. Ich würde sagen, sehe ich die Frage im Stream, ja. B, nicht wahr? B. Ich locke ein. Sind Sie sich auch ganz sicher? Wollen Sie vielleicht jemanden anrufen? Oh Gott, Luna, bist du dir wirklich sicher? Und die Antwort ist richtig. Ich glaube, ich springe übers Fenster. Ich habe Angst. Die Antwort ist korrekt. 100. Oh, das Eisbrechen Achievement gleich bekommen. Das ist sicher schön. Hatten Sie keine Probleme. Ich wachse. Nächste Frage. Welche Videospielreihe wird häufig CNC abgekürzt? A. Contact and Concern, B. Conflict and Control, C. Command and Conquer, D. Call and Create. Hä? Command and Conquer. Command and Conquer, sind Sie sicher? Ja! Willst du das Free-to-Play spielen, wenn es rauskommt? Bist du der größte Fan, habe ich gehört. Größter Fan. Nein, okay. Nur wenn der Soundtrack gut ist, würde ich mal sagen. Klar dürfte mitraten, aber es ist halt alles ein bisschen zeitverzögert. Es ist zeitverzögert, ja, deswegen. Ich bin definitiv kein großer Fan von Strategiespielen. Aber schon es schreiben gar nicht schon von viele C. Deswegen. Es schreiben schon viele C. Ja, C ist auch richtig. Das ist ja ich kann ja mal gucken, wann die Frage im Stream auftaucht und dann warte ich noch kurz. Frage ist schon da. Okay. Diese Antwort ist korrekt, gut gemacht. Ja, ich muss mal kurz raustappen. So, Entschuldigung. Richtig, yes. 200 Euro. Sie können es genauso. Oh, ich bin reich. Na los. Kriege ich den auch von dir, Bruder? Ja, natürlich. Virtuell, kriegst Spelunky-Dollars. Oh. Nächste Frage. Welche Technik erlaubt es, auf einem iPhone ein Spiel zu steuern, indem man es zur Seite neigt? A. Touchscreen, B. Stylus, C. Homebutton oder D. Accelerometer. Also, Accelerometer. Sie haben noch den Telefonjoker. Du hast noch den Telefonjoker, sagt der Moderator. Ja, es liegt mit dem Telefonjoker, ich weiß es doch. Jetzt sieht man es auch im Stream. Oh, die Verzögerung ist gar nicht so schlimm bei dem Spiel. Stylus ist auf dem DS. Das ist, ich kenne nur C und C, genau, Scar. Also, Marco, ich kenne es auch nur C und C, nicht C, N, C. Naja. CNC, ich kenne CNC. Aber Accelerometer. A, sagen viele. Es ist Ihre Entscheidung. Zocker Lady sagt A. Was? D, sagt Techer. Aber der Touchscreen ist doch nicht, ist doch kein Neiger. A, sagen alle. Warum sagen alle A? Ja, sage ich auch. Also es ist auf jeden Fall nicht A, weil da muss man ja was berühren. Das heißt ja Neigen, sowas wie die Six-Axis bei dem PlayStation-Controller. Naja, Accelerometer, ja? Ja, auch Spiele, die du Accelerometer, wenn es falsch ist, dann... Stylus ist der Stift, das weiß ich auch. Homebutton ist Quatsch und Touchscreen ist ja Touchscreen. Und richtig, D ist richtig, Accelerometer. Ja. Yay. 300 Euro. Probieren Sie es doch einfach. Wegen der Axis. Probieren Sie doch einfach. Nächste Frage. Welcher britische Autor schrieb ein Begleitbuch zu Battlefield 3, Battlefield The Russian? A. J.K. Rowling, das weiß sogar ich, was die geschrieben hat. B. Andy McNab. C. Salman Rushdie. Oder D. Harold Pinter. Sie haben immer noch alle drei Joker. Was? Du Armer. Ey. Das geht doch keiner. Ich sag ja, es ist J.K. Rowling, die hat nicht irgendwas mit Zauberern geschrieben, die hat was zu Battlefield. Ja, nee, J.K. Rowling schreibt nur nur Kriegsromane. Ich wäre ja fast für Andy McNab, aber ich nehme, Du hast noch Joker. Gar nichts. Ja, Telefonjoker brauche ich jetzt hier nicht verwenden. 50-50 ist auch Quatsch. Publikum-Joker, ich weiß nicht, ob unser Publikum das wirklich kennt. Weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier im Spiel läuft oder ob die Leute das mit Strawpoll dann entscheiden können. Es läuft ja im Spiel auch, das heißt, du müsstest ja den Joker verwenden, damit er weg ist. Ja. Ich glaube ja. Also? Ich bin eigentlich. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht. Weil Andy McNab ist der coolste Name überhaupt, ey. Also, viele sagen ja. B im Chat. Nimm mal 50-50 Joker. Wenn Andy McNab übrig bleibt, nehme ich den. Wollen Sie den 50-50 Joker? Komm, bist du sicher, dass du ihn benutzen willst? Ich bin sicher, dass ich den benutzen will. Computer, lösche zwei falsche Antworten. Dafür sind sie schließlich da, Achievement. Eine falsche Antwort. Ach, fuck. Und es ist A oder B.
Also J.K. Rowling oder Andy McNab? Andy McNab, das war klar. Okay, J.K. Rowling, soll ich ein... Okay. Andy McNab ist richtig. Du bist... Yes! Andy McNab hat... Hätte mir jetzt aber auch nichts gesagt. Name Evo hat uns einfach mal den Arsch gerettet. Hätte mir jetzt auch nichts gesagt, gebe ich zu. Du hast noch eine Frage, dann hast du... Warum ist der Name bekannt vor Andy McNab? Die Gefahr besteht, leer auszugeben. Aber ich weiß nicht mehr woher. Deswegen, aber der ist cool. Jetzt sei mal nicht so ernst für das Voll. Zu welchem Partyspiel für die Wii gehören Cone Zone, Jump Park, Star Shuttle und Windrunner? A. Rock Band, B. Epic Mickey, C. Punch Out oder D. Wii Play Motion? Nochmal, ich muss mal kurz die Frage lesen. Zu welchem Partyspiel für die Wii gehören Cone Zone, Jump Park, Star Runner. Shuttle oder Windrunner? Rock Band, Epic Mickey, Punch Out oder Wii Play Motion? Epic Mickey ist kein Partyspiel. Nee, würde ich auch nicht sagen. Punch-Out, das passt auch nicht. Nein, ich kann es mir denken, was es ist. Wieder nicht bei Rockband passt, ansonsten Replay Motion, würde ich sagen. Es gibt ja bei Rockband nicht wirklich verschiedene Spielmodi, würde ich sagen, oder? Ich kann ja sein, dass es ein Songtitel sind, weißt du? Also viele sagen D. Auch für D eigentlich im Prinzip. Das Spiel kannst du kaufen auf Steam, Janni Boy, ist gerade im Angebot für 5 Euro. Also das Original, die Special mit Fantasy, nee, mit Science Fiction und die mit Videospiele. 5 Euro zusammen, ist cool. Bis 2. Januar noch. Ich kann für die Entscheidung nicht D, alle sagen D. Ja, ich bin auch für D. Deswegen, Replay Motion allein wegen Jump. Das stimmt! Yay! Ich kenne nämlich Cone Zone. Nicht mit leeren Händen aufhören. Du hast 1000 Euro. Die nimmst du auf jeden Fall mit, Luna. Egal, was du jetzt noch für Scheiße brauchst. Immerhin. Das heißt, jetzt fängt es erst an, anspruchsvoll zu werden. Sei mal nicht so ernst für das Fall. Du Arschloch. Du blödes Arschloch. Sie können die Frage genauso gut beantworten. Wer wird Milliardär? Falsch. Wer wird Milliardär? Ich hoffe, die John Madden Videospiele finden in der Welt welcher Sportart statt? A. Baseball, B. Basketball, C. Eishockey oder D. American Football? American Football, Madden NFL. Sind Sie sich sicher? Ja. Ja, natürlich. Ist. Das kenne ich. Jetzt machen sie es schon spannender. Jetzt kommt erstmal Melodie. Es ist richtig. Das ist die richtige Antwort. 2000 Euro. Sehr gut. Ich finde es doof, dass man die Namen nicht ändern kann übrigens. Sonst hätte ich jetzt schön irgendwann eine Highscore-Liste. Sie müssen nicht mitziehen. Ist nicht so schlimm. Nächste Frage. Wer trat in dem Spiel Omicron The Nomad Soul auf und lieferte den Soundtrack dazu? A. David Bowie, B. David Byrne, C. David Guetta oder D. David Ruffin. David Ruffin. Ich erstmal die Fragen. Omikron. The Ach Nomad klar, Soul. Natürlich David Bowie. Ah, jetzt wo ich lese. Ja, hab ich jetzt auch gewusst. Soll ich es einloggen, man. Luna? Ich warte noch kurz auf die Leute, was sie schreiben. Gott sei Dank habe ich letztens erst eine Review zu dem Spiel gesehen. Also David Guetta glaube ich auch nicht, der macht ja nur so schlechtes Techno, ne? Der großen Open-World-Science-Fiction-Spieler, ne? Ja, ich glaube schon, das war schon ein bisschen älter. So ein bisschen wie Blade Runner aufgebaut, von der Optik her sah so Blade Runner-mäßig aus. A. Ja klar, ist alles für A. Ich lese Ironie im Chat, Lia. Ich glaube, die gibt's alle. Und richtig! Hast du gut gemacht. Super gespielt. Weil ich bin so aufgeregt, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Oh ja, ich auch. Wasser mit Gerst und Hopfen. Ja, vom Balkon, ne? Gerstenkaltschale. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Yeah. Sie müssen dabei nicht mitziehen. Oder einen Männercocktail. Oh, die kenne ich auch. Habe ich bei Sui gesehen. Deadly Creatures. Spielt man als Skorpion oder als A. Tarantel, B. Qualle, C. Giftfrosch oder D. Klapperschlange? A. Tarantel. Fette Qualle B, okay. Deadly Creatures. Ja, das habe ich gerne geguckt, hat er gut gemacht. So, Tarantel. Ja, ich log's ein. Ja? Jetzt sind die Fragen noch relativ simpel eigentlich, aber ich hatte schon mal welche gesehen, wo ich mir dachte, was? Kennt doch keiner. Eben zum Beispiel mit dem Buch, das kam auch relativ früh bei jemand anderem ran. Habe ich nicht recht, Lia, gib's zu. Okay, Tarantel, ich log's ein. Und? Atemlose Spannung. Richtig! Juhu! Das ist die richtige Antwort. Also ich hatte beim Otter damals richtig schwere Fragen und ich habe die Million gewonnen, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich hatte Spiele aus den 80ern und so ein Scheiß. Ich glaube, einfacher wär's oder schwerer wäre es wirklich, wenn man das normale Urban-Spiel-Millionär spielen würde. Da kommen echt Fragen ran. Ja, aber Gamer ist doch auf uns zugeschnitten, das passt doch besser. Manche sind schon knackig, hast du ja gesehen hier mit dem Auto. Knackig. Der hat voll die Nase. Mensch, das sind Janschuk, knackig!
Oh, das ist schön. Bei welchem Punktestand blieb der Gameboy bei Tetris stehen, obwohl man weitermachen konnte? A. Was? A. 999. B. 999.999. C. 9.999. Oder D. 99.999. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ey. Also, um es einfach zu machen, Punktestand dreistellig, sechsstellig, vierstellig oder fünfstellig? Ich tendiere zwischen C und D, das ist mein Problem. C und D. 9.999 oder 99.999? Ich glaube nicht, dass der Gameboy so viele Stellen an Punkten auch wie bei B hatte. Ich bin mir da aber gar nicht sicher. Ach du Scheiße, ey. Kann ich meinen Opa anrufen? Der weiß das. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Ja, du kannst deinen Schachkumpel anrufen. Vielleicht weiß der was, wenn du magst. Ob der sich mit Tetris auskennt? Wie sie alle einfach B schreiben. Wie sie vorher einfach A schreiben. B, D, C, B, A. Also ich kann nur mal so viel sagen. A ist es sicher nicht. Weil für ein Tetris gab es schon 400 Punkte. Nur so viel. Also 999 ist ein bisschen wenig. Fragen Sie das Publikum. Ja, das weiß ich. Also ich glaube, wenn du sie ausschließt, Luna, bist du auf der sicheren Seite. Also A kannst du, glaube ich, echt ausschließen. Ja, ja, klar. Du hältst einen Telefonjoker oder einen Publikumsjoker. Was nimmst du? Oder redst du drauf los? Bist du riesig? Willst du halt zocken oder willst du... Oh, scheiße. Ja, ich weiß es auch, Blood Red Show. Aber ich bin nicht der Joker, ich bin der Moderator. Du weißt es? Ja, ich weiß es, natürlich. Weißt du, ach, damals hatte ich nur ein Gameboy mit Tetris jahrelang. Oh, fuck. 2 Jahre lang und dann habe ich erst Mario gekriegt. Shit, 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 shit. Mach doch einen Safe Start. Genau. Das ist doch Lack gesoffen. Was ist denn das Grüne da oben? Bei den Jokern. Aufgeben. Nee. Notausgang. Nein, ich will nicht. Ja, dann hast du 1000 Euro, wenn du jetzt aufgibst. Noch 2 Fragen, dann bist du bei 32.000. Also bei uns sind ja wirklich alle ACAB, ja. C oder D? A? Könnte es natürlich auch sein. Vielleicht will ich nein, A ist definitiv nicht, das weiß ich. Aber B, C und D. Es gibt ja auch eine bestimmte Anzahl. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Darf ich, Bruder? Wenn es hilft, eigentlich ungerne. Ja. Es sei denn, du willst, dass Luna dir später auch hilft. Ich glaube, ich könnte mir so sagen, man kann sich ja auch einen Namen geben in der Highscore. Mhm. Und das ist ja auch durch gewisse Letters beschränkt. Ja, meistens waren es ja 3, ne? Ja. Aber... Ich gehe auf Risiko, ich nehme C. C? Ja. Ich log ein. Du hast noch 2 Joker, Luna. Ah! Kannst du dich auch auf Risiko, dann ist der Gobby da. Ich nehme C, fertig. Ich log's ein, ja? Ja! Komm, du bist übrigens der Glatzenmann, siehst aus wie ein richtiger Berliner hier. Richtig, ey. Schmeißt du mal mit Steinen, wenn er hobbylos ist. C, ja? Ja! Letztes Mal. Ja! Mann! Hab's eingeloggt, ist zu spät. Ich seh's noch nicht. Oh, fuck. Ich will's nicht sehen. Leider falsch, Luna. Nein, was? Das ist die falsche Antwort. Es war natürlich B, mit 999.999. Gut, gar nicht kommen. Gut, okay, dann scheiße, bin ich auf 1000 zurück. Kennst du nicht den Bug? Es gibt ja Videos auf YouTube, wo einer sagt, ich habe 1 Million bei Tetris. Das ist unmöglich. Naja, Luna hat 1000 Euro gewonnen. Immerhin. Okay. Was ist jetzt das Ziel für mich? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht 1 Million? Wäre ganz gut. Okay. Aber erstmal weiterkommen wie Luna, oder? Das wäre schon mal was, ja. Das wäre doch schon mal was. Videospiele für Gogi. Dass ich nicht den Namen ändern kann, nervt mich so ein bisschen. Hätte ich doch mal den Publikumsjoker genommen, fuck. Gogi, was für eine Farbe möchtest du gerne? Ich will gerne die Farbe, die es nicht gibt, schwarz. Leider nicht. Gibt nur die Grundfarben, also Grundfarben und blau. Ich hätte gerne beziehungsweise grün. Goldene Karaffe. Gold? Gold. Gold. Ist auch der einzige Kerl noch. Okay, wir wählen aus. Dann hat Luna seinen Telefonjoker ja gar nicht gebraucht. Geld? Brauche ich jetzt mal eine Packung Koks, Nutten und jede Runde Blackjack spielen. Okay, jetzt aufpassen, wir haben nur kurze Zeit für die Anordnungsfrage. Ich muss die schnell vorlesen. Okay. Ja, wir spielen auch noch was anderes. Leute, jetzt. Meine Güte. Wir haben doch gesagt, wir haben noch ein bisschen was auf der Pfanne. Ja, noch eben ist angefangen, Laker. Ja. Auch noch was anderes gespielt. Spielen wir. Deswegen, ja. Spiel wechseln? So. Ganz schnell.
Sortieren Sie die Wörter so, wie sie im Namen eines Spiels nach einem Film von 1984 vorkommen. A. Sanctum, B. Off, C. Slime, D. Ghostbusters. D? Ja? D? Oh Gott, ich habe das erste gar nicht mehr verstanden. Ich sehe es auch gar nicht auf dem Bildschirm. Ich habe schon. Ghostbusters, Sanctum of Slime ist es. D, A, B, C. D, A, B, C. Genau so. Hast du gut gemacht, Gorgi. Scheiße. Ja, hat gestimmt. 18,97 Sekunden. Nur ein bisschen lang. Naja. Der hat voll den Fifi auf. Der Moderator. Ist voll spannend, ne? So, mein lieber Goggi. Beantworten Sie die nächsten 15 Fragen und gewinnen Sie 1 Million. Es gibt kein Zeitlimit und Ihnen stehen 3 Joker zur Verfügung. Viel Glück. Er wünscht dir viel Glück. Also ich. Viel Glück, Goggi. Danke, Herr Jauch. Danke, Herr Jauch. Bitte, bitte, bitte. Auch. So. Viel, viel Glück. Viel, viel Glück. Wie viel denn noch? So, ich glaube schon, wer der Goggi kommt. Welcher Titel verbindet einen Film von 1986 mit einem iOS- und Android-Spiel mit Ball und Irrgarten? A. Zurück in die Zukunft, B. Gremlins, C. Karate Kid oder D. Labyrinth? Das ist so scheiße. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das, glaube ich, so ganz einfach mal gespielt. Das, mit einem Ball und Irrgarten. Ich kann ihn ja, nicht abnehmen. Und es war Metallic und war mit einem Ball und Irrgarten. Das ist doch schon Hinweis genug. Bestimmt nicht zurück in die Zukunft. Wir hatten vorhin einen Sänger, Schrägstrich Schauspieler, David das Bowie. Das war B! Bullshit! Ja! Hat David Bowie mitgemacht? In welchem Film? Hä? Kennt ihr nicht, ihr seid zu jung für sowas. War Ball damals einer meiner Lieblingsfilme zusammen mit Der dunkle Kristall als Kind. Ich nehm den. Labyrinth! Ja. Ich hoff's doch. Richtig. Das ist sage mal. Sie haben 100. Du hast 100 Euro, Koggi. Sie können das genauso gut. Kannst du dir nachher mit Lunas Taxi teilen, wenn ihr nach Hause fahrt. Oh, yeah. Oh, das ist fies. Die hatte ich, glaube ich, auch die Frage. Das ist echt mies. Wer trug in einem ZX-Spektrum-Spiel aus den 1980er Jahren den Jet Set im Namen? A. Willy, cool. B. Jilly, C. Billy oder D. Millie? Es liegt an Ihnen. Milli Vanilli. Ja, den Jet Set, ne? Das ist klar. Den kenne ich. Das ist echt cooler Spiel. Die hatte ich damals, aber ich habe echt geraten. Die hatte ich beim Otter, beim Spiel, oder? Mhm. Also sowas ist auch extrem schwer. Gelsabs, wer kennt den Labyrinth nicht? Das ist der beste. Kenn ich gar nicht. Es ist Dance, Magic, Dance, Magic, Dance, Magic, Dance, Magic. Bestes Lied. Trug in einem ZX-Spektrum-Spiel hast du mal den Chat-Set im Namen. Put that magic spell on me. Ich musste gerade selber googeln, tut mir leid, aber das ist echt schwer. Also vor allem habe ich, dass Jilly und Millie einfach so weiblich klingt und das ist das ein ZX-Spektrum-Spiel eher auf männliches Maskottchen ausgelegt, sag ich jetzt mal. Da wäre ich. Du könntest natürlich den 50-50 Joker nehmen, wenn du dir unsicher bist. Wenn du schon mal zwei ausschließt. Genau. Hm? Richtig, weil dann nehme ich den 50-50 und schau dann, wenn eine männliche Person dann da übrig bleibt, dann nehme ich die. Okay. Soll ich? 50-50? Sie könnten den Publikums-Joker einsetzen. 50-50 für Goggi. Computer, lösche 2 falsche Antworten, sodass nur noch die richtige und eine falsche Antwort übrig bleiben. Und es ist A oder B oder C. Willi oder Billy? Oh nein, oder? Die Frauen, die du ausgeschlossen hast, die sind jetzt weg. Das ist gut, ne? Ich nehme den Billy, weil einfach noch mal ein Stücken heftiger klingt als der Willi. Den Billy, also C, nimmst du, ja? Ja, und ich werde gnadenlos was sagen, aber ganz bestimmt. Man weiß es nicht. Sie haben vielleicht hat er ja den Jet Set im Namen, soll ich? Ja, ich nehme den Billy. Billy Jet, oder? Okay. Jet. Ich logge ein, ja? Set. Was? Ja? Ich logge C ein, okay? Gerne. Ist leider falsch. Es ist Willi. Ich fürchte, diese Antwort ist falsch. Das ist aber auch eine schwierige Frage, ganz ehrlich. Oh. Wir machen sowas. Die richtige Antwort ist A. Ja, ist echt mies. Also ich habe es damals nur erraten. Leider haben Sie nichts gewonnen. Du hast nichts gewonnen, Goggi. Willst du nochmal? Komm. Einmal machen wir noch, oder? Dann will ich aber auch nochmal. Okay.
Ach, jetzt habt ihr auch einmal Spaß, ne? Ich hab immer Spaß an solchen Spielen. Ich hab nur Angst, dass die Leute das scheiße finden. Ja, Leute, findet ihr es scheiße? Ihr habt da Pech. Nee. Aber ich find's super. Wir können das in Zukunft gerne öfter mal mit Zuschauern machen, wenn ihr Bock auch habt. Mit Zuschauern dann, ja, genau. Und, ich find das echt klasse. Also, es macht Spaß, sowas. Wissen testen vor allem. Also, generell Wissen, so Wissensspiele finde ich super. So, wir nehmen nochmal den goldenen Goggi. Ja, das war echt ein Quickie, Vera. Du warst nicht mal als... Oh, ich verrat's ja nicht. Was? Wie kann es behindert regnen? Ich weiß es auch nicht. Willkommen, so, wer ist jetzt dran? Ist nochmal Goggi. Wir beide zusammen, oder? Spielen. Oder machen wir beide zusammen, genau. Weil dann machen wir der Wer wird Millionär, die Promi-Edition oder so. Ah! Sortieren Sie diese Wörter so wie im Namen eines Taktik-Shooters von 2005. A. Blood, B. Brothers, C. Arms, D. Earned. Brothers in Arms, Also B, A, Blood und Earned noch, komm, schnell. Ich frage nicht, das ist mein Problem. A und D, komm schnell. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Schauen wir uns das Brothers in Arms, Earned in Blood. Brothers in Arms, Earned in Blood. Ja, es ist doof, wenn man es vorliest und nicht visuell vor Augen hat, ich kenne das. Vor allem das In hat da noch gefehlt, das hat mich jetzt noch irritiert. Ja, die Zwischenwörter ist klar. Ganz glatt, genau. B, C, D, A, jetzt sehe ich die Frage auch erst. Mit Lesen kann ich es immer besser, weißt du? Ja, wenn ich 9 PC habe, dann rennt das auch alles schneller. Dann ist es da schon was anderes, glaube ich. Antworten Sie die, dann ist es wahrscheinlich mit einem Delay von 5 Sekunden, wenn es hochkommt. Ja, vor einer Weile ging es ja auch mal. Da ging es super, da war es super. Super, super, super. Spielen wir Wer wird Millionär? Ja, wer wird Millionär, ne? Schauen wir mal. Also wir sind jetzt in der Promi-Edition. Hier haben wir zwei Let's Play-Promis sitzen, die jetzt zusammen von Günther Jauch auseinander... Welches dieser Spiele kann man nicht auf Facebook spielen? A. StarCraft, B. Mafia Wars, C. Farmville oder D. Angry Birds? Mafia. Mafia Wars. Sie haben immer alle drei Joker. Nochmal. Mafia Wars. Welches dieser Spiele kann man nicht auf Facebook spielen? A. StarCraft, B. Mafia Wars, C. Farmville oder D. Angry Birds? StarCraft. So, jetzt sehe ich es endlich mal auf dem Stream. StarCraft, bin voll dafür. Ja. Würde ich auch sagen. Bei den ersten Fragen helfe ich euch noch ein bisschen, aber der Rest sind nämlich reine Facebook-Spiele. Mafia Wars ist ziemlich doof. Also ich habe es beim Kumpel mal gesehen, das ist echt doof. Farmville kennt man. Angry Birds ist ja ursprünglich aus Facebook entstanden und wurde dann später ein iOS-Game. Also so ein. Der teased euch gerade, der hat eben gesagt, bisher hattet ihr keine Probleme. Gegen wen kann man in Topspin 4 antreten? A. Roger Federer, B. Tiger Woods, C. Usain Bolt oder D. Michael Jordan? Michael Jackson. Ah. Roger Federer. Ja. Ja, Tiger Woods ist Golf, Usain Bolt ist Sprinten, oder? Ich glaube. Michael Jordan ist Baseball respektive Basketball vorher. Wie bitte? Michael Jackson, ja. Michael Jackson, richtig. Also A, ja? Ich würde sagen A, ja. Roger Federer. Du auch, Boggy. Ist doch ein Tennisspieler, genau. Absolut. Und es ist richtig. Das ist die richtige Antwort. Ist schwer. Ich habe schon echt mit Verschwierigem gerechnet, dass nur Tennisspieler kommen und einer von denen ist bei Topspin dann 4 dabei, die anderen nur bei 2, 3, 1. Sie können es genauso gut probieren, na los. Der hat immer so blöde Fragen drauf. Wen synchronisiert Bodo Wolf im Spiel Batman Arkham City? A. Catwoman, B. Schwarzer Peter, C. Joker oder D. Hampelmann? Was ist das denn? Die hätten die Frage schwerer machen können, ist ja klar. Ich bin für Catwoman, wenn ich mich Hampelmann. Ich bin für Catwoman. Ich bin für Hampelmann. Ich bin für Catwoman. Also zwei für Catwoman. Also Ausschluss C oder B. Ja. Oder Schwarzer Peter oder Joker, wen nehmt ihr? Wird schwierig, wird echt schwierig. Okay, was meinst du? Heath Ledger. Michael Jackson nehme ich. Ich nehme Michael Jackson. Ja, komm, Joker, das ist eigentlich zu einfach. Wo ist denn die Currywurst eigentlich? Das beleidigt unsere Spieleintelligenz. Aber kommt eigentlich in die Frage, wann kommt in die Frage, wie viele Quacken hat ein Quant? Currywurst. Probieren Sie es doch einfach. Currywurst. Also jetzt Joker oder? Das war Peter. In welchem Krieg spielten die ersten drei Spiele der Reihe Call of Duty? A. Golfkrieg, B. Vietnamkrieg, C. Zweiter Weltkrieg oder D. Erster Weltkrieg? Zweiter Weltkrieg. Call of Duty. Mhm.
Finger, oh, jetzt sind wir schon viel weiter, Leute. Eieiei, warte, wir müssen kurz ein bisschen langsam machen. Ja, der Hampelmann ist der schlimmste Feind des Batmans. Das stimmt wohl. Das stimmt. Eindeutig Hampelmann. Ja, jetzt haben wir's. So. C. Ne? Zweiter Weltkrieg, noch mehr. C. Noch mehr C, 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 C vielleicht. Na, komm, wir nehmen C, oder? Das war den Sprung auf einmal bei mir. Ist zu offensichtlich, oder? C. Zweiter Weltkrieg, ja. C. Richtig. Korrekt, gut gemacht. Jetzt schreibt mich jemand in Skype an. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mit der Stream hat total einen Sprung gemacht. Hä? Aber was bei Zack? Frage bei welchem Spiel Call of Duty? So. Okay. Ja, es droppt wahrscheinlich über ein paar Frames, weil Computer und so kommt nicht hinterher. Welches Strategiespiel, das 1989 veröffentlicht wurde, hatte den Arbeitstitel Micropolis? A. SimCity, B. The Mayor, C. Rollercoaster Tycoon oder D. Command & Conquer? Micropolis. Welches Strategiespiel, das 1989 veröffentlicht wurde, hatte den Arbeitstitel Micropolis? 89. Es liegt an Ihnen. SimCity, glaube ich. SimCity? Ja, das ist, glaube ich. Lesen wir nochmal die Antworten vor. SimCity, The Mayor, Rollercoaster Tycoon oder Command & Conquer? The Mayor kenne ich gar nicht. Also im Chat sehe ich schon A. Dann müsste es SimCity sein, definitiv, ja. Yep. A, ja. Luna, Herzchen, A, okay. Sie haben immer noch eine, zwei sagen C, okay. A, seid ihr sicher? Ja, weil Rollercoaster Tycoon, Command & Conquer kam später raus. Mayor kenne ich nicht. Quasi bei jedem mal ein Publikumsjoker. Okay. Ah, SimCity, richtig. Natürlich ist es richtig. Das ist die richtige Antwort. Rollercoaster Tycoon kam erst in den 90ern irgendwann, Mitte 90er, glaube ich, der erste. Ja, das hätte ich natürlich auch gewusst, ja. Ja, ich glaube, der kam 95, 96 um den Dreh, ne? Mhm, ihr habt 1000 Euro. Das heißt, ihr geht nicht mit null nach Hause. Ist das nicht was? Sehr gut, Goggi, wir können. Wir machen einen dreckigen Abend zusammen, glaube ich. Ja, verstehe, ja. Das klingt irgendwie gerade so zweideutig. Sie können sich genauso gut einmal die nächste Frage anschauen. Dirty Sanchez? Verlieren. Der bringt immer Fragen, als würde man es gleich hinschmeißen. Wie lautet der Spitzname von Michael Sykes, einem britischen Sergeant in dem Spiel Crisis Warhead? A. Crazy, B. Nutter, C. Psycho oder D. Madman? Ich glaube, ich spiele gerade Crisis, den ersten Teil. Ist gerade aktuelles Projekt von mir. Und ich meine zu wissen, Moment, ich warte kurz auf den Stream, damit ich auch die Namen richtig vor mir habe. Für mich relativ eindeutig, weil er hat ja Warhead sein eigenes Spin-off bekommen. Das ist schon mal richtig. Gut. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Also? C, Psycho. Klar, es ist Psycho. Dün, dün, dün. Jetzt macht das wieder spannend. Die anderen gibt es ja gar nicht in Crisis. Nee. Es gibt Nomads, das ist die richtige Prophets, Antwort. Psycho. Glückwunsch. Und die anderen kenne ich nicht. Muss man auch. Ich hab's nie gespielt, aber ich kenn's. Na klar, kennt man den Namen. So. Nächste Frage. Bei der Frage haben Sie Zeit. Bei der Frage haben Sie Zeit. Oh, komm, das ist viel zu einfach. In welchem Computerspiel kommen die Rassen Terraner, Protoss und Zerg vor? A. Resident Evil, B. StarCraft, C. Baldur's Gate oder D. Metal Gear Solid? Alles außer StarCraft. Ja, alles außer vor allem. Alles außer StarCraft. Ich bin ja für Resident Evil. Ich bin ja für Resident Evil, weil er kämpft Terraner gegen Zerg. Ich wäre für Harry Potter. Jo. Michael Jackson. Und ich für Hello Kitty Roller. Michael Jackson. Michael Jackson. Also wenn die Leute die Frage jetzt sehen, die schreien alle B, ich sag's euch. Hype the Time Quest. Nein, nicht ganz. Ich glaube ja Baldur's Gate, aber das ist nur der Trickfrage. Ich bin wieder ein Delay, der Chat ist vor mir. Counter Strike. Ach, guck mal, der André ist da. Moin. Moin! Macht da den wilden André hier und schreibt gleich mal in Caps, du wirst gleich verwarnt. Nee. André darf nicht gebannt werden. Vex ist auch da. Moin, Vex. So. Moin, Vex. Ich würde sagen, eindeutig B. Ich würde sagen, ja, Sternkunst. Ja. Ich glaube, das Spiel ist. Nein, das ist doch nicht. Ich dachte, das Spiel ist eingefroren, weil ich nichts mehr getan habe. Diese Antwort ist korrekt, gut gemacht. Sonst hättet ihr jetzt 1000 Euro verkackt, wenn es nicht weitergegangen wäre. Okay. Luna, das wäre unser dreckiger Abend gewesen. Ja, Mann. Wir machen was richtig Schönes mit dem ganzen Geld, da gehen wir ordentlich. Ordentlich Handy. Ja, mal das Handy. Ja. Sie müssen nicht mitziehen. Guck mal, wenn wir die Millionen haben. Ich bin hier Offline-Modus. Okay. Bei welcher Sitcom ging es in der einen Folge aus dem Jahr 1998 um das klassische Spiel Frogger? Irgendwie hängt es gerade wieder. Ach nee, er bewegt sich einfach nur nicht. Also nochmal, bei welcher Sitcom ging es in einer Folge aus dem Jahr 1998 um das klassische Spiel Frogger?
A. Friends, B. Arrested Development, C. Seinfeld oder D. Cheers. Und jemand ist gerade raus. Was? Ich habe gerade irgendein Auflegegeräusch gehört. Goggi ist rausgeflogen. Gut. Warte mal, da gucken wir mal ganz kurz. Ja, ja. Oh ja, Goggi ist weg. Goggis Verbindung. Ja, da wird schon gleich wieder reinkommen. Das Problem ist bloß, ich kenne mich mit Sitcoms überhaupt nicht aus. Ich leider auch nicht so wirklich. Da könnte ich dir jetzt auch nicht helfen. Vor allem ging es aber der Sitcom nicht ausschließlich um ja, in einer Folge. C oder D. Goggi ist wieder da. Ja, ich bin... da geht's einmal nee, um mich. Nee, André, hier. Achso, sorry, Goggi. Hier, wegen Frogger. Nee, gar nicht, André. Es ist eigentlich richtig schwer. Wir hatten teilweise Fragen aus den 80ern. Da wusste keiner so wirklich. Da musst man raten. Also. Vor allem, das kennt man ja nicht. Weißt du, was soll man das wissen? Arrested Development sagt mir nicht mal was. C oder D, Seinfeld oder Cheers? Warum? Ich kann Ihnen die Warum nicht Friends? Nicht also ich bin... Glaub ich auch für Friends. Wollt ihr einen Joker? Ich wäre für einen Joker. 50-50, Publikum oder Telefon, ihr habt alle. Schlimme ist ja, ich könnte wirklich einen Kumpel freuen, der kennt sich mit sowas aus, aber der ist nicht da. Ich wäre für Publikum-Joker in dem Fall. Goggi? Stimmst du zu? Sicher Publikum. Komm, das probier mal aus, mach mal Publikum. Sind Sie sicher, dass Sie den Publikums-Joker einsetzen? Ja klar, einsetzen? Wollen wir. Hoffentlich kann das Publikum Ihnen helfen. Es geht wohl auch in-game. Wenn ich dachte, es geht nur mit Strawpoll. Oh, guck mal hier. Siehst du die Balken? Ui, ui. Na? Na? Wo bleibt's hängen? C. Seinfeld. 41%. Das ist aber auch nicht so viel. Gut, aber dann gehen wir zu Seinfeld, würde ich sagen. Wir vertrauen dem Publikum, ansonsten machen wir uns einen schönen Abend. Hm. Also die anderen sind auch nicht unbedingt weit auseinander. 19 für A, 24 für B, 41 für C. Jetzt kommen die Balken bei mir erst. Ui, 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 ui. Ja, ich sehe es gerade, genau. Also ihr wollt C, ja? 41%, das sind immerhin mehr als ein Drittel, ne? Ja, B ist aber auch viel. Gut, dann wir gehen auf Seinfeld, das passt auch ganz gut. Friends oder Seinfeld wäre ich für gewesen. Ja, okay. Ja, alles 25%. Das wäre gut. Okay, Seinfeld, ja? Mhm. Dim, 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 dim. Das wird schon richtig sein. Und es ist richtig! Ist ja! Boah, geht doch! Super gespielt. Okay, wir kaufen uns dann an. Von dem Geld kaufen wir uns vergoldetes Monopoly und spielen es die ganze Nacht. Oh, noch zwei Fragen und ihr seid bei 32.000 Euro angekommen. Oh, okay, ey, der Bruder, der gibt uns einen aus. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Ja, der Moderator, der muss nicht blinzeln. Sind der hat so einen riesen Zinken, der hat da so viel Schattenwurf. Dem blendet nichts. Ey, Bruder, du weißt, wie das endet, wenn du deinen ausgibst. Was soll denn das hier? Das ist ein bisschen komisch, aber ich lese es vor, so wie es da steht. Welche Stadt ist der Schauplatz für Dragon Age? Großes I, kleines I. Ich glaube, die meinen zwei. A. King's Landing, B. Kirkwall, C. Westeros oder D. Rivendell. Also, King's Landing und Westeros gehört ja beides zu, ne? Ja. Also war es Kirkwall und Rivendell? Und Rivendell gehört zu einer anderen Fantasy-Lore, aber mehr sage ich jetzt nicht. Und D, B auch. War Rivendell nicht Witcher? Ja, eigentlich Visimar. Keine Ahnung, Alter. Das ist Kirkwall. Bei King's Landing und Westeros, ich muss, kann nicht ausschließen. Ich meine, ich kenn's, weil ich's bei Subs gucke, aber... Luna, bring mir was mit! Ich geh mal auf Klo, soll ich dir was mitbringen? Ja, ja, ich wäre für B wahrscheinlich. Die wahrscheinlich. Bei King's Landing und Westeros gehört beides Joker. Zu Dings. Ark sagt schon mal D. Game of Thrones. Decipher sagt auch D. Sicher, das ist Dragon Age? Bei Rivendell sagt mir was. Octofox sagt B. Das ist echt schwierig jetzt gerade. The One sagt B. Woher war Rivendell nochmal? Ich kenne das, ey, aber ich kann damit nicht. War das nicht irgendwas mit Morrowind oder so? Vielleicht. Sabs weiß es auch. Ja, komm, nehmen wir es, oder? Du hast schon gesagt eigentlich, Luna. Wollen wir B? B. Dann kannst B. du auch B. Kann ja nur Kirkwall sein. Ich muss richtig, richtig, richtig dick auf Klo. Aber es ist B. Natürlich ist es B. Ich halte es gerade zurück. Und? Nee, Luna, kannst ruhig gehen. Kannst eine goldene Karaffe mitbringen und ist sagen, keine goldene, das, die wäre dann halt eine anderen Farbe. Deswegen lasse ich es lieber. Okay, aber... Oh, ihr seid so widerlich. So, noch eine Frage und ihr habt die 32. Willst du schnell gehen, Luna? Dann geh. Dann macht ihr schon lange Werbung oder posaunt, weil ich will mitkriegen, worum es geht. Ich will weitermachen. Mit ja, dann warten wir so. Geh doch jetzt einfach, du kannst schon längst wieder da sein. Nee, das dauert ein bisschen länger.